Hallo, ich bin Dennis, das ist Tessa. Wir sind das Team hier an der Prinzenquelle, das irgendwie heute mit einem Handy rumläuft und sich selber filmt. Boy. Ich bin angehender Hundeerzieher und Verhaltensberater. Das ist eine Ausbildung zum Hundetrainer sozusagen, die einzige echte. Und ich werde darüber berichten in meinem Videoblog oder Vlog. Ich muss das alles noch lernen, denn Social Media ist irgendwie nicht so richtig meins. Obwohl ich das immer wollte, habe ich es nie gekonnt. Und jetzt muss ich halt, oder sage ich mal, möchte ich halt. Warum mache ich das Ganze? Keine Ahnung, weil ich kann. Viel Spaß dabei. Wir sind an der schönen Prinzenquelle in Kassel. Hier wird sich sozialisiert eine ganze Menge. Ich bin hier mit Tessa unterwegs. Tessa ist mein Hund, eine Leonbergerin von 16 Monaten. Schaut mal. Da sagt sie euch auch guten Tag. Ja, was gibt's zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ich habe noch nie einen Vlog gemacht, deswegen ist es einfach mal so ein Sprung ins kalte Wasser. Hier jetzt im Frühling. Tessa und ich gehen, wie gesagt, hier spazieren und ich habe eine Leine zwar dabei, aber hier ist keine Leinenpflicht. Das heißt, sollten wir einem Hund begegnen, der an der Leine ist, werden wir Tessa anleihen, werde ich sie anleihen und gucken, was passiert. Und sie nicht einfach vorschicken, damit andere auch die Chance haben, sich darauf einzustellen. Immerhin ist es ein ziemlich großer Hund. Und ganz herrlich, es kommt ja immer, wie es kommen muss. Ihr seht vielleicht im Hintergrund die Dame mit dem Hund. Ich saß mit Tessa auf der Bank und habe Tessa zu mir gerufen, sitzen lassen und sich anleihen. Hat sich anleihen lassen, die Tessa. Und ich dachte mir schon so, wird sie ihren Hund ableihen? Und wenn nicht, wird sie vielleicht vorbeigehen und den Leinenkontakt vermeiden. Stichwort Leinenkontakt. Als Lehrer oder Trainer hat man natürlich immer, vielleicht habe ich das in Zukunft dann auch als dickes, fettes Problem, ich bin nämlich ein Klugscheißer, das Problem, dass man Leuten sagen möchte oder sogar soll, was sie verkehrt machen. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, muss ich manchmal an mir zweifeln, ob das das Richtige für mich ist. Kein Mensch braucht Klugscheißer, aber man braucht Lehrer. Und ich denke, der Unterschied zwischen einem weisen Mann und einem Törichten ist Geduld. Sage ich jetzt einfach mal so als Törichter nach. Ich werde immer wieder davon unterbrochen, dass mir Menschen begegnen und ich nicht sehen will, ich nicht will, dass die sehen, wie ich in mein Handy quatsche. Vielleicht muss ich auch das dann nochmal üben. Naja, jedenfalls lange Rede, dünner Sinn, Leinenkontakt ist tabu und das jemandem zu erklären, der von sich dann als Antwort auch sagt, ich habe 40 Jahre lang Hunde, wir haben eigentlich immer, wussten immer Bescheid, das ist natürlich doof, denn Hunde können sich nicht unterhalten, wenn sie angeleint sind. Das ist, als würden wir uns treffen, du und ich, und man würde mir den Mund zuhalten und dir, und wir könnten kein Wort miteinander wechseln. So ist es, wenn Hunde angeleint sich begegnen und so entsteht dann halt auch Leinenaggression, habe ich mir sagen lassen. Woran liegt das? Naja, ganz einfach. Hunde sind sozusagen auch biologisch gesehen tendenziell eher ein Fluchttier, haben ja gemeinsame Vorfahren mit dem Wolf, wie jeder weiß. Und da ist es eben so, dass in der Wildnis immer das A und O ist, dass ich die Möglichkeit habe, als geneigter Vierbeiner im Kontakt oder auch einfach so die Fluchtdistanz aufzubauen. Das heißt, mich, wenn es sein muss, aus der Situation zu entfernen und die Distanz zu vergrößern. Ein ganz wichtiges Stichwort in der ganzen Hundetraining, Hundeausbildung und Menschen anleiten mit Hunden ist das Stichwort Distanzvergrößerung, ja, oder Verringerung. Das ist ein großes, das ist eigentlich das Ja oder Nein sagen bei Hunden. Hunde können sich selber dadurch aus der Situation holen und können sagen, nein, ich möchte nicht, indem sie entweder Distanz vergrößern oder per Drohgebärde verkleinern. Aber das führt vielleicht zu weit. Ich selber bin da ja auch noch in der Ausbildung und kenne mich nicht mit allem Scheiß aus diesbezüglich. Es geht ja auch nicht darum, das Verhalten von einem normalen Haushund in Anführungsstrichen zu verkomplizieren oder zu verwissenschaftlichen. Aber es ist halt mir auch ein Anliegen zu sagen, hey, nur weil du seit 40 Jahren Hunde hast, heißt es nicht, dass du alles, was du machst, richtig machst oder dass du weißt, warum etwas so wirkt, wie es wirkt. Da ruft schon der Erste wieder nein. Ich sollte noch früher hierher gehen zum Sonnenaufgang, da ist es eh immer super idyllisch, dann sieht mich halt auch keiner. Whoop, nur ihr im Spiegel. Ich habe auch seit 20 Jahren ein Auto, aber habe keine Ahnung, wie das Getriebe funktioniert. Okay, nicht ganz. Vor 20 Jahren war ich 14, da hatte ich noch kein Auto, aber ich saß schon mal in einem drin. In einem drin. Wie kommunizieren Hunde? Haben Hunde eine Sprache wie wir Menschen? Nein. Sie haben nur ihre Gebärden. Sie können lediglich per Körpersignal zeigen, die Rute einklemmen, den Kopf zur Seite tun, nicht gerade, sondern seitlich auf einen Artgenossen zugehen. All diese Varianten können sie wählen. Allerdings, wie sollen sie das machen, wenn sie an der Leine sind? Es geht nur so, in Freiheit. Darum bin ich ein großer Freund von diesen Freilaufflächen, wie wir sie hier haben.
Ich meine, wieso sollte man das ignorieren? Wieso sollte man einem Hund nicht zugestehen, dass er Ahne eines Wildtiers ist und sozusagen die Basic-Sprache ihm verbieten? Ja? Deswegen ist Ableinen auch wichtig. Gleichzeitig ist aber auch Anleinen wichtig. Aber dann nur, wenn ihr keinen Kontakt zu anderen Hunden aufbaut. Immer Abstand lassen. Leinenkontakt ist tabu. Hört? Es glockt. Mittlerweile ist es 12 Uhr und ich habe mein erstes Vlog-Selbstversuchsexperiment auf iPhone-Video-Gefilme hinter mich gebracht und verschwinde jetzt hier schnell. Tschüss! Jetzt euch damit, habt ihr auch manchmal das Problem, dass ihr glaubt, euch mit etwas auszukennen und dann wollt ihr es jemandem erklären und ihr merkt, dass ihr dabei ganz schön arschig rüberkommen könnt. Ganz simpel und plain so ein Dilemma, wenn jemand von oben herab redet, ist das nicht cool. Oder die Situation da irgendwie weird wird durch. Und überhaupt, schreibt in die Kommentare, ist euer Hund einer, der auch an der Leine Hunden begegnen darf? Warum? Und würdet ihr das überdenken wollen? Nächstes Mal gibt's Rückruftraining. Tessa! Und warum manchmal Dinge höherwertiger sind als das Herrchen oder das Frauchen. Wasser zum Beispiel, Tessas Fall. Tschüss! Notiz an mich selber. Nicht mehr so warm anziehen, es wird Frühling. Brrr, yay!